Handwerk und Karneval – eine Verbindung mit Geschichte. Seit fast 500 Jahren werden Fasnachtsbräuche durch Handwerkszünfte geprägt. Doch in unserer aktuellen Ausgabe von HWK TV geht es um das Jetzt und Heute, um Handwerk und Karneval in der Session 2009. Wenn aus Handwerkern in der fünften Jahreszeit Sitzungspräsidenten, Prinzen, Wagenbaumeister oder Tanzstars im Schottenrock werden, das ist unser Thema. Ein Thema auch für Bäckermeister Rudi Genn aus Wehr in der Eifel, dem er sich in seiner Freizeit mit viel Hingabe widmet. Dann ist der Handwerksmeister, zugleich Innungsobermeister und Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr, auch im Karnevalsverein ein Macher. Der Handwerksmeister über seine Rolle zwischen Knetmaschine und Karnevalspräsidium. Seit Ende Oktober bin ich Obermeister der Bäckerinnung des Kreises Ahrweiler. Dem widme ich jetzt viel Zeit und Energie. Natürlich steht jetzt die fünfte Jahreszeit an. Und seit 5 Jahren bin ich Sitzungspräsident der KG Wohlmut hier in dem Ort Wehr in der Eifel. Und da geht es jetzt natürlich voll zur Sache. Die Vorbereitungen zu unserer großen Galasitzung, die sind im vollen Gange. Und natürlich Rosenmontag, ein großer Umzug zum 100-jährigen Jubiläum der KG Wohlgemut hier in Wehr. 100 Jahre Karnevalsgesellschaft Wohlgemut, wenn das kein Anlass zum Feiern ist. Doch auch in der fünften Jahreszeit geht das Leben als Bäcker für Rudi Genn weiter. Täglich steht er in seiner Backstube, jeden Morgen ab 3:30. Mittags um 12 ist dann Dienstschluss am Ofen. Aber danach geht es erst recht heiß weiter für den Karneval in Wehr. Es ist hier für den Ort Wehr eine ganz tolle Sache, dass wir hier mit 1200 Einwohnern einen solchen riesigen Rosenmontagszug auf die Beine stellen, der weit über die Grenzen hier dieses Ortes bekannt ist. Und dann ruft auch schon wieder die Arbeit. Zuerst in der Backstube, dann die am Karnevalswagen. Ein Gemeinschaftswerk, in das sich viele helfende Hände des Ortes einbringen. Zur gleichen Zeit läuft bei Achim Buhr in Boppard die Nähmaschine. Auch der 50-Jährige greift für den Karneval zum Handwerkszeug. Auch wenn die ratternde Maschine in seinem Beruf keine Rolle spielt. Buhr ist Gebäudereiniger. Vor wenigen Tagen hat er sich selbstständig gemacht und das mit Erfolg. Ja, es haben sich schon einige Kunden gefunden. Ich habe auch schon einige Kunden auch putzen können und verschiedene Angebote stehen schon aus für auch neue Kunden. Und Sie sehen ja hier bei der Zauberstoffel, das ist mein erster großer Kunde und da bin ich natürlich sehr, sehr froh drüber. Auch für ihn heißt es in der Session, das Leben als Handwerker, als Unternehmer und das als Karnevalist muss unter einen Hut gebracht werden. Burs Mission im Alltag, ein klarer Blick. Wenn er anpackt, ist alles picobello. Doch auch seine Mission als Karnevalist ist anspruchsvoll professionell. Ein Existenzgründer über sein Doppelleben. Die harte Zeit, das war natürlich das Training, zweimal die Woche. Und das ist abends, wobei abends ist es ja dunkel, da kann man auch keine Fenster mehr putzen, das ist ganz klar. Und die meisten Auftritte finden natürlich auch am Wochenende statt. Und dann ruht natürlich die Arbeit und das funktioniert ganz gut. Im Karneval bin ich persönlich zuständig für Musik schneiden und natürlich für das eigentliche Mittanzen selbst bei der FKK MS Hausen, bei den Tanzenden Sternen. Mit ihrem Programm ist die Formation aus Emmelshausen, in der mehrere Handwerker mittanzen, zu Recht mehrfacher Rheinland-Pfalz-Meister, Hessen-Meister und auch Nordrhein-Westfalen-Meister. Wie im Handwerk gilt eben auch hier, Übung macht den Meister. Ihren erfolgreichen Auftritt haben die Karnevalisten um Achim Buhr bereits hingelegt. Hier wird noch daran gearbeitet. Das Altherrenchor Koblenz bereitet seit Monaten seinen Rosenmontagswagen vor. Ein Motivwagen, in dem Liebe fürs Detail steckt, aber auch viel technisches Know-how. Und natürlich
ehrenamtliche Arbeit. In der Wagenbauhalle, die sich drei Koblenzer Vereine teilen, werden jedes Jahr neue Ideen in rollende Tatsachen umgesetzt. Und natürlich spielen auch dabei Handwerker eine wichtige Rolle. Wenn auch AHC-Kommodore Otto Hellinger, selbst gelernter Zimmermann und ganz Karnevalist, selbstironisch bekennt: Wir haben sehr viele Häuptlinge und keine Indianer. Wir haben also sehr viele Meister, wir haben sehr viele Techniker, Ingenieure und Diplomingenieure hier. Handwerker im eigenen Sinne haben wir, ich denke, ungefähr so fünf, sechs nur. Aber alle anderen, wie gesagt, die Meister sind ja auch Handwerker und die können natürlich ganz toll mitarbeiten hier. Die kennen sich auch in der Technik aus, denn wir haben auf unserem Wagen sehr viel Technik, immer Technik drauf. Das macht Spaß, Technik macht Spaß. Und deswegen haben wir also auch hier wieder eine Technik drauf, die die Figuren hin und her bewegt und so weiter. Ein Vorgeschmack auf Rosenmontag und seine Umzüge. Nicht nur hier in Koblenz, denn auch im Eifelort Wehr laufen die Arbeiten für den Festumzug. Bäckermeister Rudi Genn und seine Karnevalisten der KG Wohlgemut feilen zu abendlicher Stunde in der Scheune eines Bauern am richtigen Auftritt ihres Umzugwagens. Bei winterlichen Temperaturen eine anstrengende Mission, denn in wenigen Stunden klingelt auch schon wieder der Wecker und die Backstube ruft. Ohne ehrenamtliches Engagement der vielen helfenden Hände wäre also Karneval nicht das, was es ist. Freuen Sie sich auf die Zeit bis zum Aschermittwoch. Unser aktueller Tipp dreht sich heute um die Zeit danach. Die Handwerkskammer Koblenz bietet am 2. und 3. April Schülern der 3. und 4. Klasse ein Ferienpraktikum in ganz verschiedenen Handwerksberufen. An zwei Tagen können die Kinder anpacken und in der Hellewegs Osterleckerei als Bäcker und Konditoren ihr Talent testen. Als Hellewegs Steinmetz zum Werkzeug greifen oder in der Osterhellewegs Schickeria zu Kamm, Föhn und Schere greifen. Es gibt auch noch viele andere spannende Handwerksberufe, die man ausprobieren kann. Weitere Infos dazu im Internet unter hellewegs.de. Und damit zurück ins Studio zu Christian Opitz.